den Arm kräftig nach hinten durchziehen. So ist gut. Genau richtig. Schön rhythmisch. So. Wie im Gänsemarsch. Keine Angst. Sie haben ja Ihre Schwimmnudel. Frau Bechtel, keine Panik. Hier können Sie nicht untergehen. Nur 1,20 tief. Wunderbar. So. Meine Damen, das war's für heute. Bis in einer Woche. Selber Ort. Selbe Uhrzeit. Frau Hinrich, war schon sehr viel Schönes dran. Nur mit der Beinarbeit, da hapert es noch ein bisschen. Das Gleiche gilt auch für Sie, Frau Neumeister. Sie sollten vielleicht beide zu Hause in der Badewanne ein bisschen üben, auch wenn wenig Platz ist. Rein Gedanke. Sie haben meine Wanne noch nicht gesehen. Noch nicht. Alles herhören. Ich brauche Maske, Kostüm, die Scheinwerfer. Dann brauchen wir auf jeden Fall die Seerosen, ja? Werner, wo bist du? Ja, wofür bezahle ich dich? So. Ich würde vorschlagen, Sie bleiben noch eine halbe Stunde. Und ich gebe Ihnen dann ein bisschen Nachhilfeunterricht, ne? Meinen Sie wirklich? Meine ich wirklich. Tschüss, Herr Scholver. Man sieht sich, ja, meine Damen. Ja, bis nächste Woche. Wiedersehen. Ja, was ist? Na gut, aber diesmal nicht in deinem Kapuff. Knutschen kann ich schon. Ich will endlich schwimmen können in meinem nächsten Urlaub. Ja, wie du meinst, aber nicht hier. Wir machen es da hinten. Im Tiefen? Ja, wenn schon, denn schon. Wir haben genau 2 Stunden Zeit, also Beeilung. Wo ist hier der Eingang? Ja, vor deinen Augen! Ach, ja, ich komm ja schon! Meine Grätschen und zurück! Meine Grätschen und zurück! So ist gut. So ist gut. Jetzt Moment, versuch mal die. Ich lass das mal los. Schön mit den Händen genau kräftig nach hinten durchziehen, keine Angst. Soll das heißen? Ich bin bei ganz dir. Sherry, mach dir keine Sorgen. Ich komme hier vom Praktikabel. Du liegst dort ganz elegant auf der Treppe drauf. Ich werde das dann am Computer nachbearbeiten. Da liegen Reflexe drüber, die sieht man kein bisschen. Trotzdem, ich bin doch kein Aktmodell. Ach, Sherry. Das ist privat. Sag mal, ich glaub's ja nicht. Was ist denn hier los? Und noch dazu in Straßenschuhen? Sie. Ach, der Herr Baumgartner. Ja, jetzt wundert mich gar nichts mehr. Das passt zu Ihnen, einfach so hier reinzulatschen. Jetzt bleiben Sie mal locker, Herr Scholver. Wir haben hier die Genehmigung von der Stadt, für 2 Stunden Fotos zu machen. Ja? Also, entfernen Sie die Leute hier und lassen Sie uns in Ruhe. Sherry, gehst du in die 23, machst dich da fertig? Mach. Langsam, langsam. Was für eine Genehmigung der Stadt? Ich weiß nichts davon und ich bin hier zuständig. Das ist mir sowas von... Gib ihm die Karte, er soll in der Agentur anrufen und sagen, wer die Genehmigung erteilt hat. Und jetzt lassen Sie sich in Ruhe, wenn ich kenne diesen Mann auswendig. Also, wenn Sie hier arbeiten wollen, dann machen Sie das genauso wie alle anderen. Duschen, barfuß und ohne Straßenschuhe. Wir sind ja immer noch da. Verkrümeln Sie sich, ja? Abflug. Da, Ihre Dame säuft ab. Also, Werner. Moni! Nicht paniken! Komm, wo ist denn meine Stange? Von da oben die Reflexe aus Wasser, der Schatten auf der Karre. Go. So. Jetzt kommen wir hier einmal kräftig abpusten. So. Und alles nur wegen diesen Idioten. Alles gut? Ja. Hallo, wir haben ja hier irgendwelche Film- und Fotoaufnahmen, ja? Film? Aber ist das nicht der Typ, der bei dir gegenüber wohnt? Ja, das ist der, ja, dieser Weiberheld, ja. Weißt du, was er jetzt gemacht hat? Jetzt hat er eine Zimmerpalme direkt vor unserer Wohnungstür gestellt, ja? Und jede Nacht eine andere Stadt gab. Neidisch. Ich? Das ist nicht lachen, der hat ja nur diese dünnen Manne. Queens. An denen ist ja gar nichts dran. Hallo. Hey, Sie. Wenn Sie lange rumschauen, kostet jetzt Eintritt, ja? Ja, du mich auch. Ich bin ja nicht sein Hund, oder? Ja, halt, was ist jetzt? Schluckehase, ich melde mich bei dir. Ja, telefonisch. Geschrieben. So, wunderbar. Alles okay? Pass auf, du legst dich jetzt dahin, räkelst dich, als ob es kein Morgen ist. Ja, was ist das für ein Trafo? Das ist ein 1200er Vorschalt. Aha. Hoffentlich halten es unsere Sicherungen aus. Hoffentlich hält es meine Sicherung aus. Gib mir die Digitalkamera. Und Sie stehen hier nicht so blöd rum, tun Sie gefälligst Ihre Pflichten. Sagen Sie mal, wie reden Sie eigentlich mit mir? Sie sind hier nur geduldet. Und diese Genehmigung habe ich noch nicht gesehen. Sie sind hier in meinem Schwimmbad. Haben Sie mich verstanden? Ja. Sherry, wenn dieser Prolet den Sicherungskasten gefunden hat, geht sofort los. Was haben Sie da eben zu mir gesagt? Prolet? Aber sonst geht's Ihnen gut. Machen Sie sich doch nicht lächerlich hier. Also wenn sich einer hier lächerlich macht, ja, nicht nur hier, sondern auch bei uns im Haus, dann sind Sie das. Sie fassen Sie mich nicht an. Sie fassen mich auch nicht. Ich glaube, geht los. Ja, das kann ich auch sagen. Dann werden Sie mal nicht ulkig hier, ja? Ja, das ist eine allerletzte Ohren!
Wo ist meine Kamera? Also, Sie sind doch das Allerletzte. Wo ist denn die Kamera? Letzte, schau mal, wie ich aussehe. So kann man doch nicht arbeiten, oder? Also, pass auf. So ist das Foto. Ja? Hast du es gesehen? Okay, aufgepasst. Gut. Dass du das komisch findest, ist mir völlig klar. Aber das eine sage ich dir, Werner. Diese Kamera, die bezahlt er mir, und zwar auf Heller und Pfennig. Ja? Unsere Anzeige wegen Körperverletzung, die bekommt er auch. Und aus seiner Wohnung. Aus seiner Wohnung fliegt er raus, und zwar hoch. Ja, so. Also, Freunde, ich brauche Effekte. Effekte, Effekte, Effekte. Richtig tolle Wellen, ja? Macht, 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 macht. Mensch, das dauert doch so lange hier. So, also, lächeln, lächeln, Sherry. 3, 2, 1. Schau mich an! So wie du drauf warst, müssen wir den Shoot sowieso noch machen. Ja, aber dann nicht in dieser Badeanstalt mit diesem Gorilla als Bademeister, sondern auf den Seychellen, das sage ich dir. Ach du Scheiße. Was denn? Du hast einen Platten. Was? Hier, schau. Da. Das gibt's doch nicht. Also, das war doch deine Andertaler. Was haben Sie zu mir gesagt? Nee. Wie, und dann hat der dich ins Wasser geschubst? Ja, aber ich hab's überlebt, wie das hieß. Ja, bin ja Bademeister. Ja, und dann? Sag mal, könnten wir das Thema wechseln? Bitte. Bitte? Aber das dürfte dich interessieren. Dein Nachbar, der Schubser, ist in der Zeitung. Wie? Mit Foto. Geil, oder? Wie geil? Also, das gibt's doch nicht. Werner, komm sofort hierher, bring die Kamera mit. Schaut dir das an. Was ist denn? Das gibt's doch nicht. Da, das war er. Wer? Ja, der Neandertaler. Also folgendes, du machst ein Foto von den platten Reifen, dann wechselst du den Reifen und morgen fährst du mir den Wagen vor die Tür. Komm, wir nehmen ein Taxi. Erna! Chantal, jetzt komm! Das dauert. Mensch, Kurt. Warum ziehst du nicht zu mir? Und machst du mit der Abfindung von der Hausverwaltung einen faulen Lenz? Ich meine, du hockst doch sowieso den ganzen Abend bei mir rum. Fast jeden Abend. Und die Kohle bleibt in der Familie. Ärmchen. Was denn? Ich meine, wie lange willst du denn noch so tun, als wärst du der tollste Hecht im Karpfenteich? Mit deinen Damen vom Warmbadetag. Wie darf ich denn das verstehen? Hallo? Jetzt tu mal nicht so. Hinter der Monika vom Reisebüro bist du doch auch her. Ich? Nee, du. Die will doch nur schwimmen lernen, damit sie dir ihren Superbody vorführen kann. Neidisch. Ich? Hm. Auf die? Hm. Träum weiter. Ich meine, das ist doch lächerlich. Ja, Irmi, dein Wohnungsangebot in allen Ehren. Aber mich kriegen da keine 10 Pferde raus. Und der schon gar nicht. Auch als Mieter habe ich Rechte.
Ich habe alles gesehen. Ach, die Frau Schaller von der Spionageabteilung. Ich werde den Herrn Baumgartner aufklären, dass Sie es sind, der ihm immer die Postwurfsendung in den Kasten steckt. Und Fahrräder abstellen im Hausflur ist laut Hausordnung auch untersagt. Ich stelle mein Fahrrad seit 20 Jahren hier ab. Und ich werde es auch noch abstellen, wenn Sie längst an Ihrem eigenen Gift und Galle erstickt sind. Ansonsten noch einen unangenehmen Abend. Unangenehmer Abend ist so. Also, nein! Also, es ist doch nicht. Das macht der Kerl jeden Abend. Das ist sowas von kindisch. Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Ja. Halt! Was ist das? Nimm das, Moment. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich glaub's nicht. Bin wieder da, mein Schatz. Schätzelein, wie geht's, wie steht's? Wie war dein Tag? Erzähl. Gut. Aha. Also so gut wie du möchte ich's auch mal haben. Immer auf dem Stänglein rumhüpfen, ja. Wirst verwöhnt, gefüttert. Heilchen muss selber kochen. Heute gibt es Raffioli. Eins sage ich dir, wenn ich am Montag aus Paris zurück bin, dann schmeiß ich den Kerl raus. Und zwar hochkant. Die Wohnung ist mir zugesprochen worden. Und zwar mieterfrei. Das hätte sie nämlich überhaupt nicht gekauft. Ich will mich noch kennenlernen. Jetzt reicht's. Und zwar endgültig. Paris? Ja, ist eine Modenschau. Mach ich aus der Hand und alleine. Oh, kann ich mitkommen? Oh, bitte komm. Ich flieg mit der Frühmaschine hin und mit der letzten zurück. Na und? Aber wir sind zusammen, wenigstens. Außerdem wollte ich mir sowieso noch ein paar Brautkleider anschauen. Brautkleider? Das ist schon toll. Ja, ja, ich weiß. Aber wie lange sind wir jetzt schon zusammen? 4 Wochen? Oder 5? Jedenfalls, wenn es nach der Klatschpresse ginge, wären wir längst verheiratet. Hm. Wenn es nach der Klatschpresse ging, wäre ich schon zigmal verheiratet und du auch. Und so schön wie jetzt wird's doch sowieso nicht mehr. Hm? Aber ich komme mit nach Paris. Na gut. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir die Adlershofer Spatzen. Vergiss es. Nein, nicht schon wieder. Komm, ich mach bei uns lauter. Nein, das Fass ist voll. Und zwar übervoll. Christoph! Nicht, Herr Scholder, ja? Entweder Sie stellen Ihr gottverdammtes Gerät ab oder ich zeig Sie an. Und zwar wegen Ruhestörung. Ist das klar?
und ich sie wegen sexueller Belästigung. Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass laut Hausordnung die Nachtruhe erst nach 22 Uhr beginnt, also in exakt 32 Minuten. Jetzt hören Sie doch auf! Und wenn hier überhaupt einer die Polizei ruft, dann bin ich. Sie! Und jetzt entschuldigen Sie mich, meine Ravioli werden kalt. Reicht jetzt. Kommst du ins Bett? Wie spät ist es? Schon 11. Und ich muss morgen früh raus wegen diesem bescheuerten Fernsehinterview. Und vorher muss ich noch in meine Wohnung. Also komm, falls du noch vorhaben solltest, Sachen mit mir zu machen. Gib mir noch 3 Minuten, okay? Okay. So, Zwitschi. Jetzt haben wir genug ferngesehen. Morgen. Gibt es wieder eine Fernsehsendung? Herrchen geht jetzt ins Bett. Und für dich ist es jetzt auch Zeit zu schlafen. Gute Nacht. Jede Nacht dasselbe. Das wird mein Assistent sein mit dem Wagen. Er soll dich fahren und mich nachher abholen. Nee, nee, ich habe mir schon ein Taxi bestellt. Tschüss. Denk an mich. Ununterbrochen. Oh, was ist das denn? Das ist ja nett. Ich heiße Rosi. Sei bitte lieb zu mir. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Hallo, Papi! Du bist euch das Allerletzte. Und ich fall auch noch auf dich rein. Ich hasse dich! Was ist eigentlich los? Weißt du was? Es ist
ist vorbei. Also ruf mich nie wieder an. Chantal! 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 Chantal, bitte! Hallo! Chantal! Chantal, jetzt warte doch, jetzt. Das ist jetzt schon wieder. Au! Chantal! 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 Chantal, jetzt warte doch! Bitte, ich weiß ja nicht, was das soll! Ich kann unmöglich der Vater sein! Endlich. Friede, Freude, Herr Kuhn. Ah, oh Mann! Das wünsche ich dir auch. Guten Morgen, mein Schatz. Ich muss mich doch sehr wundern. Entschuldigung, Frau Schaller, kommt nicht mehr vor. Chantal! Chantal, ich kann unmöglich der Vater sein. Ehrlich. Arschloch! Chantal! Lass mich bloß in Ruhe! Hallo? Hallo, Papi. Ich heiße Rosi, sei bitte lieb zu mir. Ich kann unmöglich dein Vater sein, ehrlich. Ich meine, das muss ich doch wissen, oder? Ja. Natürlich. Ja, wer denn sonst? Ja. Dieser Schlappsandalen Casanova. Oh. Weißt du, deine Mami hat sich einfach in der Tür geirrt. Hallo, Papi, das bin ich nicht. Ich hatte. Ja, gnädiges Fräulein, das muss sich um ein Missverständnis handeln. Oder vielleicht doch nicht. Gestatten. So. Knopfzug. Ups. Entschuldigung. Hm? Was ist das? Ein Kind. Ach. Sie wollen mir ein Kind unterschieben? Lediglich dem rechtmäßigen Vater zuführen. Oder glauben Sie vielleicht, dass ich noch in meinem Alter, ja? Hören Sie doch auf! Sie, mit den Damen vom Warmwassertag. Oh, bitte verschonen Sie mich, ja? Also gegen Sie bin ich immer noch ein Waisenknabe. Sie, mit Ihren jungen Dingern, jeden Abend und jeden Abend eine andere. Na und? Deswegen lasse ich mir noch lange kein Kind andrehen. Und die Damen, ja, wie Sie sie nennen, die sind, ja, alle verheiratet. Eben. Und es gibt keinen besseren Grund, hier so ein Kind loszuwerden. Ah, sonst noch was. Ja. Sie schulden mir 1.200 Euro. Was? Ich? Ja. Ihnen? Sie. Das ist nicht lache. Für die Kamera, die Sie mir gestern ruiniert haben. Jetzt setzt es aber aus. Das ist Ihr Baby. Ende der Durchsage. Herr Schäuber, also so geht's ja nicht. Herr Schäuber.
Susi ist. Was war ich denn jetzt mit dir? Das kann man sich ja nicht mit ansehen. Wollen Sie das Kind umbringen? Geben Sie mal her. Ich weiß nicht, hat es irgendwas in den Windeln oder Hunger? Sie fahren jetzt in den nächstbesten Supermarkt und besorgen diese neumodischen Windeln. Ich? Ja, wer denn sonst? Hey, um was zu essen? Oder, Moment, schauen Sie mal ein Köpfchen nach. Vielleicht ist da das Fläschchen drin. Na bitte, wer sagt's denn? Aber eins sage ich Ihnen, Herr Scholber, ich lehne jede Verantwortung. Ich auch. Ja, jetzt erstmal die Windeln und dann vielleicht so einen geschmeidigen Kinderwagen. Was heißt hier Kinderwagen? Halt, halt, Ihr Korb. Stellen Sie ihn halt irgendwo hin. Das sieht aus, als hättest du Hunger. Aber hier drin ist es so warm, das setzen wir das ab. Und, hä, wollen wir mal. So ist fein. Und das Sandmännchen ist ja noch im Auge. Ich bräuchte nur die Windeln. Danke. Und, kleinen Pups hoch. So, geschafft. Und Sie machen das in Zukunft auch so. Komm her, mein Schatz. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich bin nicht der Vater, ich habe damit nichts zu tun. Sind Sie sicher? Ich meine 100%, todsicher. Ja. Na gut, Rosi, dann bleibt uns leider nichts anderes übrig. Dann müssen wir dich beim Jugendamt abgeben. Oder bei der Polizei. Ach ja. Und was sagen wir da? Guten Tag, uns ist dieses Kind vor die Tür gelegt worden, aber wir sind nicht die Väter. Sie haben ja ganz recht. Ihre Tochter ist nicht, meine ist es nicht, also was sonst? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ja sicher, todernst. Oder sind Sie sich doch nicht ganz so sicher? Moment mal, Rosi, wir machen einen Vergleich. Also ich würde schon sagen, 60-70%. Also jetzt hören Sie doch auf, das ist ja lächerlich. Vielleicht sind Sie der Vater. Mhm. Pass auf, ich mache einen Vorschlag. Sie bleibt jetzt bei Ihnen, weil ich muss dringend zum Dienst. Ja, und ich muss in die Agentur. Nee. Wir stecken beide da drin. Also neuer Vorschlag. Sie bleibt bei Ihnen vormittags. Und heute Nachmittag, nach der Mittagspause, kommst du zu mir ins Hallenbad, ja? Und heute Abend verhandeln wir neu. Weil eines ist ja wohl klar zwischen uns Gesangsbrüdern. Sie wurde Ihnen vor die Tür gelegt. Ihnen? Ihnen, nicht mir. Und wissen Sie, warum ich das weiß? Weil Sie Ihren Namen schon wussten, als Sie bei mir an der Tür geläutet haben. Also haben Sie den Brief vor mir gelesen. Gelle? So, und jetzt, ja, nehmen Sie genügend Milchpulver und Milch, Wangen warm, sonst schreit die Rosi Ihnen alle 3 Stunden die Ohren voll. Wo bleibt denn der? Na endlich. Ich halte hier schon seit einer Stunde die Stellung, die Kundin war. Guten Morgen erstmal. Morgen. Was ist das? Ein Kind, noch nie gesehen? Ach. Bella. Guten Morgen. Sag mal, kannst du das hier kurz übernehmen, bis ich aus dem Meeting raus bin? Ich? Ja. Aber das ist doch ein Baby. Richtig. Und hier habe ich ein Fläschchen. Das Milchpulver ist drin und für den Notfall. Nee, Christoph, bei aller Liebe. Aber Babys stehen nicht in meiner Jobdescription. Außerdem muss ich gleich zum Flughafen noch einen Kunden abholen. Oh, Bella. Jetzt komm schon. Dann machst du das. Ich? Ja. Nee, ich bin allergisch. Dann eben nicht. Entschuldigung. Das Baby. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet am Computer, um die Session zu retten. Retten? Was soll das heißen? Naja, wir haben versucht, den Bademeister zu überzeugen. Und bis wir ihn überzeugt hatten, war so viel Zeit vergangen, dass er hat mich dann ins Wasser geworfen. Und dann ist die Kamera kaputt gegangen. Und Christoph. In 2 Wochen sind die Anzeigen geschaltet. So ist es. Und das sage ich Ihnen gleich. Falls wir bis dahin keine annehmbaren Fotos haben, übernehmen Sie die Ausfallkosten. Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden, die Sie vollständig zufriedenstellen wird. Ja, das rate ich Ihnen auch. Ja. Ja, ich meine, worum geht es denn? Es geht doch um
die Creme für eine Frau. Und quasi für die empfindliche Haut. Also, ich frage Sie, welche Haut ist denn empfindlicher als die Haut eines Babys? Hm? Du bist sehr süß. Genau. Deswegen würde ich Folgendes vorschlagen. Wir setzen unseren Werbetext da dran und lassen uns was einfallen. Das ist sowas wie, ja, was gut ist für mich, das ist auch gut für dich. Ja. Ja, ich muss leider jetzt in die Kinderagentur zurück, weil da Rosi her ist. Gell? Das nehme ich mit. So, was machen wir jetzt? Ja, also ran an die Arbeit, Leute, ne? Christoph, bist du noch zu retten? So langsam habe ich die Nase voll von deiner Alleingänge. Was meinst du, wie lange wir diese Kunde bearbeiten mussten, um diesen Etat an Land zu ziehen? Und überhaupt, glaube ich dir kein Wort. Du hast doch nie eine Fotosession vergeigt. Also wo sind die Fotos? Ich wollte dir diesen Anblick ersparen, ja? So ein Foto in einer Badeanstalt zu machen, das ist lächerlich. Und dann auch noch in 2 Stunden. Christoph, übertreib's nicht. Also gut, wenn du darauf bestehst, dann mache ich's eben nochmal. Aber auf den Seychellen. Sag mal, bist du verrückt? Ein neues Model kannst du dir auch gleich suchen. Was ist denn jetzt mit Chantal? Chantal hat ja keine Lust mehr. Was? Ehrlich, Paul, du solltest mir dankbar sein. Ach, Bella, wolltest du nicht zum Flughafen? Und? Wie ist gelaufen? Toll. Wie toll. Ja. Die Kundin war absolut begeistert von meiner neuen Idee. Neue Idee? Was denn für eine Idee? Oh, das ging so schnell. Was steht da? So. Erhitzen und dann auf Hauttemperatur abkühlen lassen. Also das hättest du ja auch noch geschafft. Wo hast du eigentlich das Kind her? Hat mir der Storch heute vor die Tür gelegt. Jetzt mal ehrlich. Ehrlich. Ich hab's vor meiner Türe gefunden heute früh, aber sag's nicht weiter. Ne? Heute Morgen vor deiner Tür. So gegen 8 Uhr? Mhm. Ich hab doch deinen Wagen zurückgebracht heute Morgen. Und da war diese junge Frau. Was? Lag das Baby in einem Korb? Ja. Ja, dann war sie's. Ja, wie sah sie aus? Oh, das ging alles so schnell. Hallo. Ja, sie hatte dunkle Haare, circa 1,70 groß, braune Augen. Aber das war bestimmt keine von deinen Ex-Models. Hast du den Wagen gesehen? Oder dir zufällig das Kennzeichen notiert? Die kam ganz zufällig mit dem Taxi. Sowieso, wer denkt denn an sowas, hm? Ein guter Assistent. So, komm her. Oh, ja. Schau mal. Was für eine Mutter ist das, die ihr Kind einfach einem vor die Tür legt, hm? Eine Rabenmutter. Herr Doktor, ich bin schon mal in der 13. Sie kommen auch gleich? Ich komme gleich, ja. Ja, bis gleich. So. Was soll ich denn sonst machen? Mein Job bin ich los und die Kleine kann ich nicht mehr stillen, weil ich die Tabletten nehmen muss. Ist ja schon gut. Hm? Gut. So eine postnatale Depression, die vergeht ja auch wieder. Gott sei Dank. Und dann? Was dann? Dann entlassen die mich hier und ich stehe mit der Kleinen auf der Straße. Ohne Job. Frau Paulsen, ich mache Ihnen ja gar keine Vorwürfe. Und schauen Sie mal, die Kleine, die ist doch bei ihrem Vater sicher gut aufgehoben. Und in ein paar Tagen, wenn wir sie entlassen haben, dann können Sie sie ja wieder zu sich nehmen. Sehr gut. Also was ist, Erika? Ich muss das wissen. Ist unsere kurze, aber stürmische Begegnung folgenlos geblieben oder nicht? Ja, ein Kind.
Erika! So, da bin ich. Das sind Sie ja endlich. Hier, übernehmen Sie. Ich muss in die Agentur. Ja, Moment. Haben Sie sie auch gewickelt? Nein, das fällt in Ihr Ressort. Ist alles da drin? Ich muss jetzt weg. Ja, halt! Sie müssen mich abholen. Ich habe kein Auto. Ja, übrigens, jemand hat mir Luft aus meinem Fahrrad gelassen. Frechheit. Aha. So, jetzt übernimmt der Funkenkopf. Da haben die ja ein Riesengeschäft gemacht. Ein Riesengeschäft. So. Das ist die Rosi. Oh, der schüttelt mir ja gleich die Milch. Nicht süß? Hä? Rosilein. Gut. Wo waren Sie? Es war doch abgemacht, dass Sie mich abholen. Tut mir leid. Ja, jedenfalls kriege ich 12 Euro fürs Taxi und 6 für die Pizza, ja? Und ich bekomme 240 von Ihnen für den Stubenwagen und die anderen Sachen. Dann legen Sie sie da rein, dann machen Sie eine von Ihren Rotweinflaschen auf, wir müssen reden, und dann bringen Sie Rose mit, zu mir rüber. Sonst noch was? Nee, das wär's. Und? Schläft die Kleine? Ja. Haben Sie die Tür aufgelassen? Ja. Wo sind Weingläser? Es sind doch keine Weingläser. Zur Sache. Die Kleine ist schätzungsweise 3 bis 4 Monate alt. Plus 9 Monate? 12, 13 Monate ist ja nicht so schwer, oder? Ja, also. Und ein Jahr. Frage, mit wem waren Sie vor circa einem Jahr zusammen? Ich? Ja. Aber was ist mit Ihnen? Ja, weil ich meine etwaigen Möglichkeiten schon abgecheckt habe. Abgecheckt? Ja. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass die Mutter Ihnen gegenüber zugibt, dass sie Ihnen Ihr Kind vor die Tür gelegt hat? Ihnen? Also, was ist denn das hier? Ich kann nicht glauben, dass Sie Ihre Ex-Badenixen abchecken. Ja, und? Das heißt doch, dass Sie sich nicht sicher sind, oder? 100%, 70, 80. Mein Gott, welcher Mann ist sich schon sicher? Also, zu Ihnen. Ich weiß nur, dass sie 1,70 groß ist, brünett und braune Augen hat. Aha, Sie haben sie gesehen? Nein, ich nicht, aber mein Assistent. Ach so. Ja, mit dem Taxi vor der Tür. Das ist ja auch was. Moment mal. Sylt? Eine Masseurin aus Dortmund. Die hat mit ihrem Freund Schluss gemacht. Und Sie haben sie natürlich gleich getröstet. Ich habe gesagt Masseurin, nicht Masseuse. Die hatte wenigstens dunkle Haare und die Größe passte. Die ist Astrid. Klar, damals haben wir auch Brünette gecastet. Das war so. Mhm. Ja, das war ein Pin-Up-Kalender für Oldtimer. Brünette, sagen Sie? Absolut. Ja, genau. Ja, und die Adresse kann ich in der Agentur herausfinden. Und zwar so. Ja, machen Sie das so. Ja. Weil ich kann mich in der Badeanstalt mit der Kleinen nicht mehr sehen lassen. Die schmeißt mich raus. Ja, und ich kann mich in der Agentur nicht mehr blicken lassen. Ja, ich habe nämlich heute schon zum Idioten gemacht. Ja, aber irgendwas wird uns schon einfallen. Ja, bitte. Genau. Ja, was denn? Vorschlag. Und? Also, solange wir die Mutter nicht finden, sind wir beide für sie verantwortlich. Was heißt beide? Ja, oder wollen Sie sie immer noch bei der Polizei abliefern? Na, das war doch nicht meine Idee, sondern Ihre. Ja oder nein? Ja, in Gottes Namen! Das haben Sie jetzt davon! Jetzt geht es schon. Keine Tür mehr dabei. Mein Gott. Leise. Noch mehr zum Mitschreiben, ja? Bis morgen früh um 2 Uhr haben Sie sie. Und dann mach ich die Frühschicht bis um 8 Uhr. 8 Uhr. 8 Uhr. Ja, bis ich zum Dienst muss. Und dann haben Sie sie wieder. Ja, Beeilung. Kommen Sie. Ja, um Gottes Willen. Weil kein Wunder, dass Sie so sind, wie Sie sind. Wieso? Ja, weil wenn man auf so einer Intensivstation leben muss, ja, in so einer sterilen. Immer noch besser als Ihre deutsche Eiche. Ja, hallo. Ja, wer ist denn da aufgemacht? Ja, schau mal. Darmbesuch, hm? Nein. Doch. Wer denn? Die Schaller. Machen Sie den Fernseher an. Die Spielsachen weg. Halten Sie sie hin. Und da, das Ding's da. Da, der Schaf. Ja! Wer ist denn da? Ach,
die Frau Schaller. Sie? Was machen Sie denn hier? Gehört Ihnen etwa dieses Kind? Welches Kind? Das hier immer schreit. Als wir unsere Wohnung gekauft haben, ist uns zugesichert worden, dass es in diesem Hause keine Kinder gibt und keine Hunde. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht verstanden. Vielleicht war es der Fernseher. Na, hören Sie mal, ich habe das selber gehört und nicht nur einmal. Was war da eine Frage? Haben Sie Kinder? Natürlich nicht. Ah. Kann es sein, dass diese Halluzinationen sich vielleicht so erklären, dass sie einem von Ihnen lang gehegten, aber nicht erfüllten Kinderwunsch entsprechen? Also, nein, 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 sowas soll es geben. Oder hat Ihr Mann das etwa auch gehört? Der ist auf der Dienstreise. Sehen Sie? Ich bin doch aber nicht verrückt. Nein. Ich sage ja nur Halluzinationen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie schlafen gelegt, dann hat sie angefangen zu weinen. Komm zum Onkel Conti. Hier, da. Vorsicht, Vorsicht. So, ja. Warum wird man denn hier weinen? Ich habe schon eine Idee, warum sie weint. Warum? Ja, gucken Sie uns doch an. Sie vermisst ihre Mutter. Jetzt machen Sie ihr mal ein Fläschchen. Wahrscheinlich hat sie Hunger. Gell, Rosi? Aber eins sage ich Ihnen, Herr Scholver. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen die Mutter finden, egal wie. Es hat doch bisher gar nichts gebracht. Also, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich nehme die Rose zu mir. Sie? Ja, das heißt, wir. Ich rufe meine Freundin Monika an und bitte sie, zu mir zu ziehen. Moment. Sie können doch nicht einfach mit meinem Kind zusammenziehen. Oh, auf einmal Ihr Kind. Gut, ich wollte nie Kinder, aber wissen Sie was? Als wir da gerade vorhin auf dem Sofa lagen, das war so süß, wie sie da mit dem kleinen Teddy gespielt hat. Und dann haben wir zusammen Fernsehen geschaut. Was? Fernsehen in dem Alter? Ja, das war doch nur ein Tierfilm. Ja, trotzdem. Wahrscheinlich der Haustragung vom Parterre. Hier. So. Handwechsel. Und rein, die Schwuppdiwupp. Was ist? Genau, so machen wir das. Polizei? Oh Gott. Herr Baumgartner, mhm. Sie entschuldigen die späte oder frühe Störung, aber an Ihrem Prachtstück unten da, also an Ihrem Kfz, da brennen schon die ganze Nacht die Scheinwerfer. Ach so, ja, danke schön. Oh, süß! Ihr Enkelkind? Ein Kind. Unser Kind. Adoption, verstehe. Ja, ja, sowas ist ja heutzutage möglich. Ich persönlich habe auch gar nichts dagegen, wenn zwei Männer... Ist nur nicht mein Ding. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Also, nichts für ungut. Gute Nacht. Oder guten Morgen. Sind Sie denn noch bei Trost? Unser Kind? Ja, Mensch, das ist mir so rausgerutscht. Ja, wie stehen wir denn jetzt da? Ich mit Ihnen. Allein der Gedanke ist... Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie. Mit Vergnügen. Aber mit Rosi. Nein. Rosi bleibt hier. Herr Baumgartner? Herr Scholver.
Keine Diskussion. Vorschlag? Hm? Wir machen einen Gentest. Wie? Ja. Morgen früh. Dann haben wir die Entscheidung. Kann ich jetzt? Geh. Egal. Jetzt lass uns mal in Ruhe, weil wir beide haben was Wichtiges zu besprechen. Entschuldige, dass ich atme. Brav. Ja. Was machen wir jetzt? Ja, eins ist sicher, so ein Gentest, der lügt nicht. Und wenn Sie nicht der Vater sind und ich auch nicht, dann bleiben eigentlich nur noch diese Hippies übrig, die vor Ihnen in Ihrer Wohnung gehaust haben. Natürlich, also rein zeitlich könnte das hinkommen. Ich habe die Wohnung letztes Jahr im August übernommen. Und weil Sie zu vornehm waren, ein Namensschild an die Tür anzubringen, wie jeder Normalsterbliche, deswegen hat sich die Mutti vertan. Wo sind die Hippies hin? Weißt du, Geier? Ja. Studenten aus dem Ausland. Wir müssen die Mutter finden. Warum geben wir nicht eine Anzeige auf? Anzeige? Ganz schlau. Die Mutter, die ihr Kind vor die falsche Tür gestellt hat, möchte es bitte wieder abholen, ja? Jedenfalls brauchen wir einen Babysitter. Weil so kann es nicht weitergehen. Das Kind, der Beruf und Sie. Entschuldigung. Ermi. Hier. Ich mache Ihnen ein faires Angebot. Vorschlag. Wer als erste von uns beiden eine Frau auftreibt, die als Ersatzmutter in Frage kommt, der kriegt Rosi. Sie meinen heiraten? Ja, was denn sonst? Ich meine, wenn wir Rosi adoptieren, dann muss zumindest einer von uns die geordneten Verhältnisse aufweisen, sprich eine Ehefrau. Adoptieren. Herr Scholver. Wir haben niemanden, von dem wir sie adoptieren können. Was interessieren mich diese bürokratischen Spitzfindigkeiten? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also, ja oder nein? Okay. Also abgemacht? Wer von uns beiden zuerst eine Frau findet, eine Heiratswillige, der hat gewonnen. Okay, okay. Ermi! Kurt? Hast du mir noch angeboten, dass ich bei dir kann? Ich habe mir jetzt überlegt. Mach das einfach. Ja. Ein Schlappsandalen, Casanova. Kleines Mäuschen. Da könntest du, sag mal so, 24 Stunden auf dir aufpassen. Ich glaube, jetzt geht's los. Ja. Ich habe zu tun. Also nicht. Wissen Sie, was Sie sind? Ja. Aber sagen Sie es keinem weiter. Guten Morgen, Herrn. Nur eine Frage. In so einer Situation wie bei Ihnen, wer ist denn eigentlich die Mutter? Immer der, der schiebt. Ach so,
Ja, Logo. Schönen Tag noch. Ebenso. Nur noch telefonieren, ja? Und dann kriegst du dein Fläschchen. So fliegt raus, damit uns niemand stehen kann. Ja, das wäre doch gelacht, wenn wir keine Mami für dich finden würden. So, hoppetibop. Gleich ums Eck. Ja, im Come Prima, wie immer. Okay, beeil dich bitte, ja? Und? Alles klar, sie ist unterwegs. Gott sei Dank. Aber darf ich erfahren, um was für einen Job es geht? Paris? Paris ist gecancelt. Nee, ne? Warum denn? Du, weil ich Rosi nicht mitnehmen kann. Du bist allergisch, in der Agentur kann ich sie nicht lassen. Und bevor ich sie das Wochenende bei diesen Banausen lasse, kommt überhaupt nicht in Frage. Was soll die Aktion hier mit Chantal? Das ist was Privates. Gut, dann kann ich ja jetzt gehen. Du bleibst hier. Christoph, ich habe auch ein Privatleben, ja? Setz dich hin. Oder möchtest du in Zukunft lieber Hochzeitsfotos machen? Ist hier auf deinen Auftritt. Aber ganz wichtig, keinen Ton, ja? Monika, endlich. Ich zähle schon die Sekunden. Das glaubt ihr nicht. Nein, das ist mein Ernst. Darf ich? Ja. Ich sage nur drei Worte. Hinreißen. So, jetzt kommen wir erstmal herein in die gute Stube. Die Pizza wird in 3 Minuten soweit sein. Dazu gibt es einen hervorragenden Rotwein aus Argentinien, eine Exote, aber vom allerfeinsten. Ja, also eigentlich bin ich ja auf Diät, aber. Diät? Bist du noch zu retten? Wo jedes Gramm sei glücklich, den Goldwert ist. Gut, was ist denn los mit dir? Das weißt du doch ganz genau. Ich? Nein? Ja, hier sind wir erst beim Platz. Ja? Bitte sehr. Danke. Und lass dich verwöhnen. So. Pizza Primavera. 3 Champagner. 2. Sherry. Was gibt es? Ich habe nur 10 Minuten. 3 Glas Champagner hätte ich gerne, bitte. Was soll das, Christoph? Komm, setz dich erst mal hin. Weißt du, in den langen, einsamen Nächten ohne dich ist mir klar geworden, wie sehr du mir fehlst. Einsame Nächte. Mhm. Was ist mit deinem Kind? Mein Kind. Mein Kind ist nicht mein Kind. Ach komm, Christoph, hör auf. Echt? Doch, wirklich. Ich kann es dir beweisen. Hier. Fritz Müller und Paul Schmidt. Willst du mich verarschen? Nein. Weißt du, mein Nachbar, der hat darauf bestanden, dass wir diesen Test anonym durchführen. Mein Nachbar? Mhm. Aber das Ergebnis stimmt. Keiner von uns ist der Vater. Und wer dann? Keine Ahnung. Aber ich habe eine großartige Idee. Heute, vor genau 3 Monaten, sind wir beide uns zum ersten Mal begegnet. Nein, das weiß ich.
weißt du? Ja, wie kann ich das vergessen? Warmbadetag. Ich hatte gerade alle Hände voll zu tun, die Frau Königin davor zu bewahren, im Nichtschwimmerbecken, ja, selbst mal zu gehen. Weißt du, was ich meine? Und dann kamst du her. Ich weiß sogar noch, was du anhattest. Einteiler mit Rüschen rot. Ja. 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 Ja, ja. Also jedenfalls, dieser Augenblick hat mein Leben verändert. Ich liebe dich, Monika. Und ich wollte dich fragen, ob du meine Frau werden willst. Ja, ich weiß, außer Liebe und immer während der Treue habe ich nicht viel zu bieten. Aber natürlich die Altersversorgung von der Versicherung, dann dein Gehalt. Also, es wird uns an nichts mangeln. Danke. Also, was hältst du davon, wenn wir alle zusammen nach Paris fahren und ich dir das schönste Brautkleid auf der Welt kaufe? Aber warte mal ganz kurz. Wir alle zusammen? Mhm. Hm? Du, ich und Bogen. Wer? Wer? Du, ich und Rosi. Ja, wir wären eine wunderbare Familie. Und du müsstest dir nicht mal deine Figur ruinieren. Chantal, jetzt bitte. Ich meine, so ein Kind, das braucht geordnete Verhältnisse. Hör mal, wir sind doch ein Winning-Team. Tja, Lotte. Soll ich lügen oder willst du eine ehrliche Antwort? Nein. Ehrliche natürlich. Gut. Ja? Du bist kein Mann zum Heiraten. Mhm. Das ist mir seit letztem Mal klar geworden, diese Sportlehrerin und überhaupt, wie du mit allen Frauen, egal 18 oder 80, rumschäkerst, das ist nicht mein Ding. Das ist die Vergangenheit, Monika. Was ich jetzt seit unserer Begegnung da. Was war das? Das war der Zwitschi. Zwitschi? Mhm. Schnuckenhase! Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich kann dir das erklären. Nein! Was gibt's da zu erklären? Ist das dein Kind? Ja oder nein? Nein. Aber irgendwie schon. Du glaubst doch nicht, dass das Kind der Grund ist, weshalb ich dir einen Antrag gemacht habe. Doch, genau das glaube ich. So, und jetzt gehe ich. Und ich hoffe, dass ich dir nie mehr im Leben begegne. Ja, was ist mit der Schwimmstunde? Lieber ertrink ich. Ja, Rosi. So war das nicht ausgemacht. Schön, dass ich Sie treffe. Sie wissen, dass ich nichts gegen Sie habe, aber stimmt das, was mir der Wachmeister Warnecke gesagt hat? Sie hätten mit Herrn Scholver ein Kind adoptiert und leben mit ihm in einer eheähnlichen Gemeinschaft? Was geht denn Sie das an? Jede Menge geht mich das an. Ein Kind verstößt gegen die Hausordnung, die wir alle unterschrieben haben und Sie auch. Aber der Herr Scholver nicht, oder? Also lassen Sie mich in Ruhe mit Ihren kleingeredeten Bemerkungen. Schon wieder da? Ja. Was dagegen? Ich habe meinen Schlüssel vergessen.
Scherzen? Dann war ja die Dame, die mir eben unten entgegengerauscht kam, Ihr Besuch. Ja. Aber jetzt bitte, ich habe für sowas keinen Nerv. Also, das glaube ich jetzt nicht. Wissen Sie, was das ist? Ja. Das ist ein Henry Malbec aus dem Jahr 92. Und? Davon gibt es in Deutschland noch genau 2 Stück und die gehören mir. Ja, dann nehmen Sie halt wieder mit. Ich bringe auf jeden Fall jetzt die Rose ins Bett. Sie haben doch auch eine Wohnung. Für Zudecken? Nein. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wie die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du. Babys schlafen. Drum schlaf auch du. Sie sind ja immer noch da. Was halten Sie davon, wenn wir den Wein gemeinsam vernichten? Gemeinsam? Aber leise. Gegen ein Stück Pizza hätte ich auch nichts einzuwenden. Bedienen Sie sich. Der Rest vom Schützenfest. Ja. Dann darf ich annehmen, dass Ihre Brautschau auch nicht funktioniert hat. Das kann man wohl sagen. Sie ist schneller abgerauscht, als ich bestellen konnte. Dabei hätte ich gewettet, dass sie schneller Ja sagt, als ich heiraten sage. Es ist irre. Ich habe mein Leben lang geglaubt, dass die Frauen weiß Gott was drum geben würden, mit mir Tisch und Bett zu teilen. Hm. Also exklusiv und lebenslänglich. Und dann? Ja, dann teilen die einem eiskalt mit, dass sie lieber ertrinken, als wie mit einem wie mir verheiratet zu sein. Ach. Ihre Dame auch? Wortwörtlich. Dabei hätte ich nach meiner Goldmedaille im Freistil jede haben können. Jede. Wahnsinn. Tja. Herr Schäuble. Also, jetzt reicht's mir. Nicht so laut. Ich? Laut? Sie wecken unser Kind auf. Also das ist doch wirklich. Wissen Sie, wie spät es ist? Wie viel? Gleich 1:30. Und wenn Sie diese Orgie nicht gleich beenden, dann sehe ich mich gezwungen, die Polizei zu verständigen. Frau Schaller, es kommt nie wieder vor. Also das kann ich nur hoffen. Lalilu, also ist wirklich so. Unser Kind. Das haben Sie wirklich schön gesagt. Ja? Hm. Wir sind ja quasi verwandt. Du, der Christo. Und du, der Kurt. Na, die 3 Tage sind doch jetzt schnell vergangen. Passen Sie auf sich auf. Vielen Dank. Und vergessen Sie nicht, Ihre Tabletten zu nehmen. Wiedersehen. Naja. Lieber nicht. Thank you.
wollte gern zu Herrn Baumgartner. Da vorne rechts die zweite Tür. Danke. Mit der Kamera ins Wasser, genau. Ja, und dann durfte ich seinen Reifen wechseln, ja, die Klamotten in die Reinigung bringen. Ich sag dir, der lebt nur noch von seinem Ruf und damit er mit seinen Models rumhängen kann. Ja, ich auf jeden Fall die Schnauze voll. Pass auf, ich kann jederzeit bei dir anfangen, meinetwegen auch als freier Mitarbeiter oder Aushilfskraft. Nur Assi spielen ist nicht mehr, ja. Du, ich muss Schluss machen, bis dann. Ciao. Guten Tag. Sind Sie ja Baumgartner? Nee. Worum geht's denn? Es gibt nur das Baby da. Sie möchten sich als Babysitter bewerben, da sind Sie an der falschen Adresse. Erich Zeigner, Allee 34. Bei Baumgartner melden oder gegenüber bei Scholver-Leuten. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ja? Danke. So. Christoph! Nein, tut mir leid, Bechtel ist beim Kunden und übers Wochenende in New York. Aber dafür habe ich gute Nachrichten. Da war eben eine, die bei dir babysitten möchte. Nein, nein, sieht toll aus. Nett. Ich habe sie zu dir geschickt. Du, noch was. Ich kündige. Was? Ich glaube, es geht los. Wie kommst du da drauf? Bist du verrückt? Nein, ich bin nicht verrückt. Im Gegenteil, ich war verrückt, mich so lange von dir rumscheuchen zu lassen. Jedenfalls, am Montag nehme ich meinen Resturlaub. Tschüss. Ich glaube, die hat Fieber. Fieber? Oh Gott. Ach, sowas haben kleine Kinder gern mal. Das hat nichts zu sagen. Ach, sie bekommt nur ihre Zähnchen. Also immer mit der Ruhe, Herr Scholber. Ja, sie sind gut. Fieber. Ja, wo ist sie? Komm, die muss zum Arzt. Was ist denn hier los? Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass Sie hier nicht als alleinerziehende Mutter angestellt sind, sondern als Bademeister? Ich bin keine Mutter. Ja, wie? Wo wollen Sie denn hin? Zum Arzt. Es ist noch lange nicht Feierabend. Herr Scholber, entweder Sie kommen jetzt sofort zurück oder Sie sind fristlos entlassen. Haben Sie das gesehen? Sie sind meine Zeugen. Ich wollte eigentlich zu Herrn Baumgartner im zweiten Stock. Ja, und? Ja, der ist nicht da. Wissen Sie zufällig, wann ich ihn erreichen kann? Ja, oder haben Sie seine Telefonnummer? Das ist wirklich dringend. Tut mir leid, dass ich Ihnen da nicht weiterhelfen kann. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, sozusagen von Frau zu Frau, ich würde mir da an Ihrer Stelle nicht allzu große Hoffnungen machen. Wie meinen Sie das? Der Herr Baumgartner sieht zwar aus wie ein Mann, aber er ist... Also, dass die Behörden so etwas zulassen können. Jetzt haben die beiden sogar ein Baby adoptiert. Also, das ist doch skandalös. Wie gesagt, mich geht's ja nichts an. Ich dachte nur, Sie sollten das wissen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Mein Mann kommt heute von seiner Geschäftsreise zurück und ich muss kochen. Was für ein Arzt? Arztfall. Wenn, dann braucht man einen Kinderarzt. Und wenn es nicht besser wird, dann müssen wir in die Notaufnahme. Ja, ins Kinderkrankenhaus. Wieso? Krankenhaus? Was ist denn mit dem Kind? Das wissen wir nicht. Kommen Sie auf die Anzeige. Ach, Gott sei Dank. Ja, wie? Meine Kleine. Oh, was wird denn so weinen? Fieber hat. Das wissen wir selber. Ja, was macht man denn da? Warmes Bad? Meinen Sie? Ja, natürlich. Ja, kommen Sie zu mir. So, bitte. Wissen Sie, wie man ein Fläschchen macht? Natürlich. Natürlich. Na, dann machen Sie doch bitte eins. Wir haben so ein Glück. Ja. Die ist doch fantastisch. Bitte. Bete, dass sie bei uns bleibt. Ich sag nur Fulltime. Fulltime. Okay.
2000 im Monat? 2000? Gut, 2500. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Wieso? Ich bin gefeuert worden. Was? Ja, ich müsste meinen Sparschwein schlachten. Ich kann Sie über die Agentur laufen lassen. Es wäre nicht schlecht. Wo bleibt das Fläschchen? Sekündchen. Haben Sie vielleicht auch was zum Anziehen für Sie? Christoph? Ja, kommt schon. Ich übernehme. Bitte. Ich darf vorgehen. Wir haben Blümchen, Streifen und Rüschchen. Ach du Schande. Ich glaube, ich nehme das. Das Fläschchen. Super. Bitte. So, wollen wir jetzt mal was trinken, ha? Huh? Ich heiße übrigens Marianne Richter. Ich bin gelernte Kindergärtnerin. Naja, da sieht's nur gerade ein bisschen schlecht aus mit Jobs. Wieso? Sie haben einen. 2500 Euro im Monat. Ja, flexible Arbeitszeit. 13. des Monatsgehalt. Und Urlaub natürlich auch. Und, Vielleicht auf Probe erstmal? Auf Probe? Nein. Also zwei bessere Chefs als uns finden Sie nicht mehr. Na gut. Wo ist Ihr Bettchen? Bei mir drüben. Kommen Sie. Ich kann noch was zu essen bestellen. Ja, das ist eine gute Idee. Hunger? Ja. Bitte. Das Bettchen ist hier drin. Ich komme gleich, ich habe das vergessen. So, meine Süße, jetzt beeilen wir uns. Dann gehen wir ganz schnell nach Hause. Weißt du eigentlich, dass dieser Vogel die Grippe haben kann? Die Vogelgrippe, so ein Quatsch. Ja, und was ist mit der Papageienkrankheit? Der Zwitschi ist ein Wellensittich. Moment. Zwitschi, du bist doch gesund und munter. So, wir zwei hauen jetzt ab. Und? Ja, schläft schon fast. Wissen Sie, was wir uns überlegt haben? Bitte, nehmen Sie doch Platz. Sie könnten in meinem Schlafzimmer, das heißt im jetzigen Kinderzimmer, ich würde mich selbstverständlich auf die Couch legen. Das Essen ist da. Der Christoph hat sich das ganze Wochenende freigenommen. Und ich bin seit heute arbeitslos. Wir könnten zusammen was unternehmen. Ja, natürlich. Wir könnten zum Beispiel in den Zoo gehen. Ja. Oder Schlittschuh laufen. Das heißt natürlich erst, wenn Rose gesund ist. Ich kann nicht Schlittschuh laufen. Jetzt essen wir erst mal. Hast du noch einen Stuhl? Ich esse im Stehen. Kommt davon, wenn man unbedingt so einen antiken Schlitten fahren muss. Ja, so ein Drahtesel ist natürlich viel schöner. Ja, dann sagt doch dem Assi Bescheid, er soll sich um den Kram kümmern. Der war gerade in der Inspektion. Also ich lasse mir mein Wochenende nicht versorgen. So, wir müssen leider aussteigen, wo sind wir? Endstation. Also, ich schlage vor, die Marianne fährt mit der Rosi im Taxi zu uns nach Hause und du hilfst mir, den Wagen zur Tankstelle rüberzuschieben. Wieso ich? Ja, ich kann ihn doch hier nicht stehen lassen. Ja, ist vielleicht besser so. Sie hat immer noch leichtes Fieber. Oh Gott, das Arme. Das ist ja auch klar, weil das Immunsystem am Boden liegt. Weil die Mutter sie nicht gestillt hat, so wie das richtige Mütter machen. Ja, mir musst du das nicht erklären. Ja? Sie glauben also, dass Rosis Mutter ohne Grund ihr Baby weggibt? Also, wir können es Ihnen da sagen. Wir haben Rosi nicht adoptiert. Aber das behalten Sie für sich, ja? Man hat sie uns vor die Tür gelegt. Also genau genommen mir. Also ihr meint, ich sei der Vater. Jedenfalls, wir haben alles versucht, die wirkliche Mutter rauszufinden oder den Vater, aber leider, leider, ohne Erfolg. Aber was heißt denn leider? Gott sei Dank. Weil so gut, ja, wie bei uns, hat es nirgendwo. Gell, Rosina? Nur weil ich so eine böse Rabenmutter, Mutterseelen allein auf dieser Welt gemacht habe. Taxi! Da ist Taxi. Hallo, hier, stopp! So, das haben wir gleich.
Erich Zeigner, Allee 34. Gut. Ja, das ist reichen. Hier. Also, abgemacht. Wir sehen uns gleich bei mir. Den Schlüssel haben Sie. Ciao, bis gleich. Hallo, was ist denn jetzt? Den Rest kannst du behalten. Das ist wie Weihnachten, Silvester und Geburtstag in einem. Du hast Ostern noch vergessen. Ja. Der Schlüssel. Ich auch. Marianne? Hallo? Wir sind da. Hallo? Die sind nicht da. Das gibt's ja nicht. Die müssen hier sein. Ja, komisch. Da wird doch nichts passiert sein. Das war doch ein Teufel nicht an die Wand. Vielleicht sind sie ja bei dir. Ja, bei mir kann sie doch nicht sein. Wir sind schon 2 Stunden überfällig. Ich verstehe überhaupt nicht, wie du so ruhig sein kannst. Also, genau in einer Stunde und erst dann regen wir uns auf, okay? Okay. Okay. Das Taxi! Die Zentrale weiß doch Bescheid. Wir haben das Taxi auf der Straße angehalten. Ja, aber trotzdem. Irgendwas müssen wir doch machen. Ich verstehe nicht, wieso sie nicht einfach angerufen hat. Weil sie die Mutter ist. Was? Ja. Weil sie die Mutter ist. Das lief doch alles wie am Schnürchen. Wie vom lieben Gott eingefädelt. Wie maßgeschneidert. Dann hat die Rose die Mutter natürlich instinktiv wieder erkannt. Natürlich. Das machen Babys so. Deswegen war sie auch gleich ganz still. Ja, aber wieso hat sie nicht einfach gesagt, Entschuldigung, das ist mein Kind? Was weiß ich. Sie wollte natürlich nicht die Rabenmutter abgeben. Verständlich. Die Rabenmutter. Baumgartner hier, grüße Sie. Hören Sie, heute ist um 14 Uhr am Dietrichring eine junge Dame mit einem Baby eingestiegen. Genau. Wir müssen wissen, wo die hingefahren ist. Weil es wichtig ist. Gut, ich warte. Ja? Das gibt's doch nicht. Ich verstehe. Was ist? Sie sind in der nächsten Straßenecke ausgestiegen. Na, bravo. Ja, Baumgartner. Hallo? Moment! Marianne. Und Scholver, Marianne, wo sind Sie? Hallo. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass mir das alles furchtbar leid tut. Aber ich bin die Rabenmutter von Rosi. Sie sind doch keine Rabenmutter, Sie... Ja, und ich wollte mich noch bedanken und Ihnen sagen, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen um Rosi. Der geht's gut. Moment, bleiben Sie dran, wo sind Sie denn jetzt? Tja, das... Was denn wohl? Nach Hause, ne? Tschüss. 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 Bis morgen. Was soll denn das jetzt? Ein Geschenk. Du hast so ein Weibchen. Ja. Zwitschi, hörst du? Dann bist du nicht so allein. Kurt, ich verstehe dich gerade nicht. Ja, ich hau ab, Amy.
mein Job los. Jetzt auch noch die Kleine. Wie? Die Süße? Hm? Was ist denn passiert? Mutter hat sich wieder eingefunden. Aber du nimmst einen Zwitschi. Hm? Klar. Hörst du, Zwitschi? Ach, Mensch, Gott. Ich hab alles versemmelt. Vielleicht krieg ich so auf dem letzten Drücker noch was auf die Beine gestellt. Wo bist du denn hin? Wo es warm ist. Wo ich meine, mit meiner Rente mehr nicht was anfangen kann. Abgesehen von den Schulden, die ich an dich habe, was bin ich dir schuldig? Sei doch mal auf das Spinnen. Nicht. Irmi. Schreib mal von zu mal eine Karte. Du hattest übrigens recht. Die heißt gar nicht Marianne. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Christoph. Im Januar und im Februar gab es überhaupt nur 14 uneheliche Geburten auf der Station. Du kannst meine Wohnung haben. Ich flieg nach Mallorca. Wieso? Was willst du denn da Urlaub machen, oder was? Da reicht vielleicht meine Rente und vielleicht kriege ich einen Job am Strand. Moment, Moment. Mach mal langsam, Kurt. Weißt du was? Ich mache uns erstmal einen Kaffee. Mein Schwager holt die Möbel morgen Nachmittag ab. Die Miete ist bis Ende des Monats bezahlt. Ja, was soll ich hier allein? Ja, bist ja jahrelang ohne mich ausgekommen, oder? Ja, schon, aber... Ich habe keine Lust mehr, hier alleine nach Hause zu kommen. Da ist kein Schwein. Schafft halt einen Hund an. Jetzt hör doch mal auf. Ich bitte dich. Wir sind doch aus demselben Holz geschnitzt. Wir haben immer nur an uns gedacht und geglaubt, wir sind die Größten. Und jetzt? Ich muss. Kurt. Glaubst du ernsthaft, du kannst das alles hier vergessen? In deinem Strandkorb auf Mallorca? Ich muss zum Flieger. Bringe ich dich wenigstens nach unten. Du kriegst doch sowieso nach ein paar Tagen das heulende Elend. Das Elend. Ich schnapp mir eine reiche Witwe und mach mir ein schönes Leben. Wo sind der Kämpfer geblieben? Der Mann mit der Goldmedaille.
Marianne! Ja. Der Rosi! Wo wart ihr denn? Rosi. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Rosilein! Unglaublich! Wo waren Sie denn? Was ist denn passiert? Ich nehme Sie erstmal. Doch, doch. Also, Marianne, das ist unglaublich. Nicht Marianne. Ich bin Andrea Paulsen. Ich habe Rosi vor ihre Tür gelegt. Wie? Was? Ja, ich habe gedacht, ihr Vater wohnt noch hier. Da, wo Sie jetzt. Ja, ich war so verzweifelt. Ich wollte mir eigentlich das Leben nehmen. So ein junges Leben. Aber das macht man doch nicht. Postnatale Depression, meint der Notarzt. Was? Ja, der hat mich dann in die Psychiatrische eingeliefert. Aber jetzt ist alles gut. Ach. Mir geht's gut. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Ja. Ja, so. Oh, ich sehe, Sie wollen verreisen. Mhm. Na, dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Ja, aber... Vielen Dank nochmal für alles und alles Gute. Jetzt sag doch was. Was soll ich dazu sagen? Ja, irgendwas. Das kann es doch nicht gewesen sein. Also Andrea und die Rose ziehen zu mir. Zu dir? Wieso? Ich habe doch viel mehr Platz. Aber bei mir ist es doch viel gemütlicher. Deine deutsche Eiche gemütlich, dass ich nicht lache. Was bitte hast du gegen meine deutsche Eiche? Alles. Also, wir machen es folgendermaßen. Moment. Vorschlag.